Black is always good. Julian, was passiert denn gerade? Ja, hier ist Maria Höferie schon, die haben jetzt hier eine Produktion und wir dürfen mit hochfahren. Sehr, sehr cool. Und den ersten Run mitnehmen, bevor die Lüfte öffnen. Moin. Excited! First Run. Heute Morgen beim Aufstehen ist mir aufgefallen, dass ich alles für Blessuren habe von dem Sturz gestern. Hier auf dem Bauch aufgeratscht, hier am Arm. Heute kommt es jetzt nicht zum Vorschein. Jetzt hatte ich ja wahrscheinlich noch so viel Adrenalin im Blut. Ich zieh direkt mal ein paar geile Kurven in den, Schnee. Aber heute ein bisschen vorsichtiger als gestern. Das Kamerateam ist mindestens so verrückt wie wir. Ja, wenn ich sogar noch verrückter. Julian, sind wir jetzt eigentlich Groupies? Ich glaube schon. Richtige World Cup Groupies. Jetzt läuft der Maria hinterher. Die war übrigens ein Gewinnspiel, wo man einen Tag Skifahren mit der Maria gewinnen konnte. Da habe ich auch dran teilgenommen, allein nicht gewonnen. Und Sabrina, die ist heute glücklich hier und kann den ganzen Tag mit der Maria fahren. Sehr cool. Sandra, oder? Sandra, oder? Okay. Ja, kann auch sein. Ich habe gestern Abend nochmal nachgefragt. Das war richtig. Gut. Ich kann mir sehr schnell den Namen merken. Da war ich echt stolz, dass ich den Namen gemerkt habe. Morgen dachte ich aufstehen, bloß nicht, aber jetzt. Jetzt ist man froh, ne? Ja. In einem der ersten Lifte zu sitzen. Vor allen Dingen das Skigebiet macht erst um 9 Uhr auf. Wir sind um 10 nach 8 schon drin. 10 nach 8 oben. Haha, die Maha, Jungs. Ja, vielen Dank an den Mickey vom Head. Das stimmt. Dass er ermöglicht hat, dass wir jetzt hier mal mitfahren dürfen. Also selbstverständlich ist das nicht. Nee, das stimmt. Das stimmt. Julia, da fällt unsere Produktion leichter, oder? Ja, allerdings. Aber das wäre mal ein richtiges Vlog-Setup. Weißt du, zwei Kameraleute drumherum. Jetzt drei. Und dann bin ich immer unter Druck, dass ich auch irgendwas Geistreiches sage, wenn so viele Leute mich anschauen. Oder einfach brutal gut aussiehst. Ja. What's up? Müssen wir noch mal trainieren. Was? Bist du nervös? Ja. Du hast gewonnen, ne? Ja. Den First Run, voll gut. Ich bin nicht gespannt. Jetzt verbringst du den ganzen Vormittag mit Maria? Ja, genau. Freut cool. mich. Ja, voll gut. Auf in den Lift. Wir haben übrigens die Maria verloren. Jetzt ist die nächste Mission, die Maria wieder zu finden. Hinten. Mist. Oh Mann, ey, das Skigebiet ist auch einfach zu groß. Naja, aber das schaffen wir schon. Positiv rufen wir gleich mal an. Genau. Hallo, Frau Höferisch. Okay. Kennt ihr das, wenn man bei harter Piste den Skistock aufstellen will und es nie funktioniert? Oh Mann, das macht keinen Spaß. So, bin jetzt hier am Pisthang angekommen. Wir haben die Maria leider nicht wiedergefunden bisher. Und Marius ist jetzt gerade auch wieder am Drehen für Intersport. Ich werde jetzt hier am Pisthang trainieren. Werde jetzt erstmal in sportlichen Fahrform reingehen, als Kurzschwung und nachher noch mittlerer Radius, sportliches Tempo. Und dann zum Ende der Trainingseinheit hin werde ich auch noch ein bisschen den mittleren Radius, mittleres Tempo trainieren, bis ich dann um 14.30 Uhr den Marius wieder treffe. Habe jetzt also gute 2,5 Stunden, um zu trainieren. Also gerade noch ein bisschen mehr. Also tipptopp, auf geht's.
Oh, die letzte Abfahrt war ganz stattlich. Damit bin ich zufrieden für heute. Muss natürlich nochmal weiter trainieren, Sicherheit reinkriegen, aber jetzt bin ich auch ganz schön K.O. nach den, weiß ich nicht wie vielen Fahrten, 15, 16, 17 Fahrten. Ganz schön kaputt. Jetzt fahre ich mal Richtung Edelweißalm und ich hoffe, dass ich da jemand ganz Besonderes treffe. Da vorne ist die Maria Höfe-Riesch. Ich habe sie gefunden hier auf der Edelweißalm. Das ist gerade die Signierstunde auf dem Alpenbühnen, wo wir gerade sind. Ich versuche sie gleich mal für ein paar Fragen vor die Kamera zu kriegen. Bin gespannt, ob ich sie hinbekomme. Ich mache jeden Tag ein YouTube-Video und ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen. Okay. Also. Jeden Tag machst du das. Da musst du dir aber viel Scheiße einfallen. Ja, jeden Tag über ein neues Video stand, gar nicht so lang stand. Ja, das glaube ich. Ja, Spitzensportlerin zu sein ist natürlich auch eine Herausforderung und du hast ja Leistungen erbracht im Damen-Skilauf wie keine andere. Ich kenne, also jetzt in Deutschland und ich habe mich heute gefragt, wir sind ja vor allen anderen hochgefahren. Ist das bei dir häufiger so, dass du vor allen anderen hochfährst, obwohl du jetzt nicht mehr aktive Rennsportler bist? Ja, also wie du schon richtig vermutest, früher war das natürlich ganz normal, dass wir vor allen anderen hoch sind, hatten wir auch immer abgesperrte Pisten. Jetzt heutzutage ist es natürlich nicht mehr so, aber ich schaue natürlich trotzdem immer, dass ich bei den ersten an der Gondel dabei bin. Ganz frischen Pisten habe und halt die besten Bedingungen noch ausnutzen kann. Und wenn jetzt um die Jahreszeit so warm wird, dann höre ich dann auch wirklich, sobald es mit zu weit und zu schulzen wird und sobald auch so viele Leute noch mit Pisten sind, lass es sein. Ja, ich meine, die ersten Stunden am Schnee sind natürlich auch die schönsten. Die Piste schön präpariert, dass man den First Runner Atem bekommt. Und ich habe noch eine weitere Frage. Und zwar, früher bist du ja extrem viel Ski gefahren. Wie ist es jetzt eigentlich? Ist das auch viel oder wie ist das so als Skirennläuferin, die quasi schon in Rente ist? Ja. Ja, ich meine, im Vergleich zu früher ist es natürlich ein bisschen weniger. Früher war ich im Winter fast täglich auf Ski, also ich würde sagen im Schnitt 6 Tage die Woche und auch im Sommer viel auf Trainingslager in Neuseeland und Chile und Argentinien, also auch den halben Sommer auf Schnee. Das ist natürlich deutlich weniger geworden, aber ich genieße es immer noch sehr und wenn ich Zeit habe und das Wetter passt, dann gehe ich immer noch so oft und so viel es geht auf die Piste. Hast du dann einen Zeitraum so, was man jetzt vorstellen kann? Wäre es dann 20 Skitage oder? Ah, auf jeden Fall mehr. Also ich denke schon, dass es so zwischen 30 und 40 Das ist schon einiges. Also die Otto normal Skifahren hat ja glaube ich so 6 bis 12 Skitage, das ist schon. Ja, ich muss natürlich dazu sagen, ich lebe 5 Minuten von der Bahn entfernt. Ich habe einen Schmidt dort in der Bahnstation, da habe ich einen Schmidt mit meinen Sachen. Ich gehe da 5 Minuten hin, springe mein Zeug rein und das lohnt sich für mich dann sogar auch mal für eine Stunde oder eineinhalb einfach mal schnell ein paar Fahrten zu machen. Und dann ist es für mich natürlich nicht so groß, auch wenn ich für die meisten Dinge. Ich auch immer so morgens mal kurz rausschauen, Finger raushalten, dann haben wir die Kleidung, wenn es gut ist, und dann auch auf dem Berg. Ja, vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne. Ich bin sehr gefreut, wenn du mir noch ein Autogrammkart ausstellen könntest. Natürlich. Würde ich dann an euch verlosen, wenn du hinschreiben könntest, Klein Maha Lifestyler. Also, genau, also Klein Maha Lifestyler und dann noch Unterschied. Das ist super. Maha. Maha. M-A-H-A Lifestyler. Klein Maha Lifestyler. Da kann ich mich für unsere Community verlosen. Groß geschrieben? Alles klein. Also, alles klein. Ja. Maha heißt das. Das ist unsere Firma. Also, wir bilden gerade eine Maha-Community, Maha Lifestyle, wo es darum geht, sein Leben anzupacken. Und das machen wir auch sehr intensiv im Skisport, weil es einfach der schönste Sport der Welt ist. Okay, cool. Wo lebt ihr? Absolute Preise, ne? Ja, wir kommen aus dem Okay. Naja, da hat es euch ein schönes Eck verschlagen. Ja, auf jeden Fall. Herzlichen Dank. Sehr, sehr gern. Ich wünsche dir noch eine extrem schöne Saison. Danke, ebenso. Dankeschön. Ciao, Maria. Tschüss. Sehr cool. Julian, zeig mal her, die Karte. Ja, da musst du mir jetzt gerade noch was ausdenken. Ich bin gerade schon wieder im Fokus, weil jetzt noch was ganz Besonderes.